Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier bei mir auf meinem Kanal. Hat mir jemand vorgeschlagen, vielen Dank dafür, oder vielen Dank auch nicht, habe ich mir mal eine Folge angeguckt beim YouTuber und habe dann aber nicht mehr geguckt, weil ich mich nicht selbst spoilern wollte. Aber das hat mir irgendwie zugesagt, weil diese ganze Automatisierungstechnik und alles, das macht mir schon Laune. Und ja, ich habe den Bildschirm schon mal eingestellt auf 1080p, weil das war mir, andere war mir noch zu klein alles in 4K. Und ich beginne jetzt ein neues Spiel und habe keinen Plan, außer das, was ich beim Kollegen gesehen habe, aber das war nur kurz, halbe Stunde oder sowas. Ich weiß gar nichts. So, jetzt gibt es verschiedene Maps. Ach, hier kann man noch einstellen auf schwierig und weniger schwierig. Ich weiß gar nicht, ob ich soll. Puh, soll ich? Ich bin ja nicht so der, der gerne auf leicht anfängt. Ne? Ich hatte eigentlich auf Deutsch eingestellt, aber hier steht alles auf Englisch. Okay, hier kann man alles Mögliche einstellen, aber ich habe das doch auf Deutsch gestellt. Warte, gehen wir einmal nochmal zurück. Settings. Deutsch. Okay. Ich hoffe nicht, dass das jetzt... Weil auf Englisch ist... Mein Englisch ist jetzt nicht wirklich gut. So, das hier sieht doch schön aus mit dem Strand. Das würde ich jetzt mal probieren. Ja, wenn das jetzt nicht komplett auf Englisch ist, dann habe ich ein Problem, ganz ehrlich. Und ich bleib mal bei... Wisst ihr was, ich fange mal auch leicht an. Sonst werde ich wahrscheinlich relativ schnell hier... Quick Repair lasse ich erstmal alles auf Crypton Game Seed. Ich hatte eigentlich gehofft, es gäbe sowas wie ein Tutorial. Ist das irgendwas am Laden? Ah, hier ist am Laden, ja. Es gibt offensichtlich kein Tutorial, dann habe ich aber jetzt ein richtiges Problem. Was ist mit meiner Kamera los? Hallo, hallo? Ah, jetzt geht's wieder. Hat es ganz furchtbar geleckt. Das ist, weil der hier im Laden ist. So, Tipp 6. Oh Gott, oh Gott. Was habe ich jetzt angefangen? Was habe ich hier angefangen? Wir werden es sehen. Ich weiß, ich habe da reingeguckt bei dem, aber da war so viel, was der erklärt hat. So, und wo ist denn jetzt das Deutsch? Oh nein. Hm, also wir haben angedockt. Ja, sorry, aber... Das ist offensichtlich die Stadt. 70 Personen, 70 Häuser und hier nochmal 20 Personen, 70 Häuser. So, ich mache mal hier auf Stopp, bevor mir hier die Kohle wegläuft. Oder was auch immer. Und ich, wie gesagt, ich hatte gehofft, ich bekäme ein Deutsch. Ja, es gibt hier einiges zu sehen und gibt da noch einiges zu entdecken hier. So, hier sind wir aber jetzt.
Wir sind zu Hause. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Ja. So, ich weiß, dass hier Ressourcen lagern. Das habe ich auch gesehen. Das Schiff kann auch irgendwie repariert werden, aber... ich weiß nicht, was ich hier machen muss. Schade. Okay, ich muss jetzt mal kurz raus. Ja. Gut, dann muss ich erstmal versuchen, Also, irgendwas muss ich hier sammeln. Also Eisen in Blast, also in der Schmiede. Dadurch kann man Autos oder Vehicles bauen und Konstruktionsteile. Der Builder Research Lab. So, so ist möglich. Mehr, also mehr Schemata oder Baupläne. Research Lab, ah, das ist so eine Forschungsstation. Jetzt, ja, okay. A Friendly Village, you can, ah, da kann man also, das habe ich gesehen. Also wenn die kritisch werden, aber davon muss man mit Sicherheit das Schiff reparieren zuerst. Bilder Trading Dock. So, was wäre denn jetzt zuerst? Erst wäre der Blast Furnace. Das wäre ja praktisch sowas wie einer. Research. Ah, das ist das. Ach, hier haben wir die LKWs oder was? Tatsache. Harvester. Ach, der ist, glaube ich, für die Bäume zuständig, ne? So, was haben wir hier? Nix. Bäume. Kann ich den irgendwie Holz machen, schicken? Ach so, kann auch sein, dass ich hier muss. P. Das sind die Verbindungen von den, ist klar. Neue Stadt kann ich bauen. Ein Waste Collection, was ist das nochmal? Sind das die Sachen, die man bauen sollte, weil das jetzt gelb markiert ist? Das ist das Forschungsteil. Die Frage, wohin baut man hier am sinnvollsten? Ich baue das jetzt mal einfach. Wird das jetzt eigentlich automatisch gebaut? Wie war das nochmal? Ach so, braucht man Construction Parts hier. Start New Research. Ach ja.
Aber ich habe das Ding da noch gar nicht gebaut. Oder sehe ich das falsch? Ah, das wird jetzt gebaut. Okay. Gut. Hat schon mal was gekostet. Das Research-Teil da ist ready. Und ich kann jetzt hier irgendwas erfinden. Ne? Was für grün ist, können wir da schon. Nee. Construction. Construction Parts werden wir brauchen. So, Eisen und Holz. Und weiß ich nicht, was das ist. Aus Beton und sowas, ne? Okay, was ist hier? Das können wir ja noch nicht machen. Uch. Vehicles and Mining. Nochmal den Harvester. Mein Control. Oh, leck, was es hier alles gibt. Nur schade, dass es nicht auf Deutsch ist. Frage ich mich nur, warum ich das anwählen kann. Also ein Forschungsbaum ist hier. Ja. Okay, gut. Basic Farming, das wird doch mit Sicherheit schon mal gut. Farm. Und was zu essen und Kartoffeln ist was zu essen. Geht das? Achso, ich muss hoffen, dass es regnet. Okay. Keine Ahnung, was jetzt hier passiert. So. Gut, und jetzt geht's weiter. Kostet 19 Parts. Da haben wir haben schon ein bisschen was da, wie es aussieht, ne? Waste Collection. Was kann der? Wird mir auch hier jetzt angezeigt, ne? Cool. Ah, wir brauchen auf jeden Fall Brummerholz. Wir müssten jetzt mal irgendwie versuchen, Holz zu. Research is ready. Okay. Also, wir sollen eine Farm bauen und mehr Leute hierher bringen. Ja. Valuable ist doch bezahlbar oder sowas, ne? Kann schon so was. Build Assembly Manual. Ja. Bin mir nicht so ganz sicher, was ich da lese. So, Metallcaster. Der macht aus dem Geschmolzenen macht der Eisenplatten. Gut. Ach, das ist diese Kohle und Eisen. Der macht aus Holz Kohle. Eisen und Exhaust ist Abgas, ne? Also, wie ich das hier sehe, müssen wir uns erstmal hier gucken, dass wir Holz produzieren. Wir haben ja schon ein bisschen Material da. Wir haben ja auch, glaube ich, auf leicht eingestellt jetzt am Anfang. So, wie drehe ich das? Hier drehe ich die ganze Map. Das habe ich jetzt gelöscht. Wie drehe ich jetzt nochmal die? Ah, hier geht's hoch und runter. Geht's rechts und links, vor und zurück. Ich kann doch die Dinger hier auch drehen normalerweise. Jetzt habe ich es gebaut, ne? Warte, geh mal hier kurz auf Stopp,
vor dir ist, kommen, das Ding aufbauen. Ah ja, mit. Okay. Wie drehe ich die Dinger? Muss ich schon mal ganz kurz hier reingucken. In Settings. Kontroll. Rotate. Game Speed. Tools. Copy, copy, copy. Clone. V ist Klon. X ist Löschen, ne? Also mit C kann man direkt mit Del, das habe ich gerade gemacht, genau. Klon mit V. Rotate mit R, aha. Mit R wird gedreht. So. Also, jetzt hätte ich noch mal gern die Kohle. Ja. So, jetzt muss ich mir das mal genau angucken. Wir haben hier einen Ausgang, da kommt also die Kohle raus. Wir haben hier den Eingang, da kommt das Holz rein. Dann bauen wir das jetzt mal hier hin. Und der macht aus Eisen und Kohle dieses flüssige Zeug. Eisen und Kohle. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn hier Kohle rauskommt, kommt Kohle und Abgas raus. Ach so, das ist ja nicht egal, ne? Da kommt Kohle raus. Ah, okay. So, Abgase habe ich doch gesehen. Ach, hier kann man jetzt anwählen, dass der die für Holz macht. Machen die das jetzt automatisch? Ja, wenn ich Start drücke, ne? Also der LKW fährt drüber und der Harvester fährt. Ah, guck an. Wo will der hin? Der will das Ding da bauen. Ach, ich krieg das schon raus. Ich krieg das raus. Ich bin gar nicht so... Unenglisch. Unenglisch, was hat denn Wert von Wort? Okay, das heißt mit dem Holz, das klappt jetzt. Jetzt müssen wir hier die Kohle, die herauskommt, verarbeiten mit dem... Genau, der ballert die... So, da muss aber jetzt nicht nur Kohle raus... So, jetzt sollte man das nicht so eng alles bauen hier. So, was kommt jetzt? Zeigt mir jetzt gar nicht mehr an, was ich hier rein. Jetzt sollte ich hier eine Verbindung schaffen, ne? Das ist ein Pipe und Liquids and Gale. Gas. Also das ist Flüssigkeiten. Liquids sind Flüssigkeiten. Ne? Das ist ja. Ist das richtig? Was heißt das hier? Ist das jetzt angeschlossen? Gut, das wird beim ersten Mal wahrscheinlich furchtbar schief gehen, weil ich noch nicht so ganz genau weiß, was ich hier tun darf und muss. Zunächst wird das erstmal alles gebaut und der macht weiter Holz. Tutorial. Ach, guck her. Da wird es ja mir erklärt. Wir haben die Eisenschmelze. Also. <lacht>
Slack ist doch Schlacke oder so irgendwas, ne? Oder Abgas oder was? Oh. Da kann man dann anwählen, dass man was irgendwas anderes. Code ist Code. Bombehold ist klar. Ah, Harvesting. Okay. Ach, dem könnte man noch sagen, dass er mehrere LKWs da einsetzt. Und später dann auch mehrere. Okay, dann wollen wir gerade mal gucken, ob das funktioniert. Also der hat kein LKW, der fährt offensichtlich. Kann ich... Okay, dann drücke mal an. Den wählen wir an. Und der soll... Kann ich dem sagen, dass er jetzt hier hinfahren soll und soll das Holz aufladen oder was? Ah, okay. Wie habe ich das jetzt nochmal angewählt? Basic Farming Unlocked New Building Start a New Research. Also, okay. So, die fahren jetzt das Holz hier rein. Das kann man boosten, wenn man das Zeugs hier hat. Das ist das hier. Was das ist, weiß ich zwar noch nicht so ganz genau, aber ach, das sind noch Prioritäten. Oh Gott. Truck Import automatisch. So, der macht Kohle und die Kohle sollte dann hier reinfahren, ne? Not connected. Ah, okay. Warum? Ach, den kannst du noch sagen, dass er nicht transportieren soll. Warum ist der nicht connected? Ach so, der ist ja gar nicht dafür gedacht. Der aber auch nicht. Warte mal. Passiert hier schon irgendwas? Tatsächlich, er hat 4 Kohle und hat aber auch schon Abgase. Hier nicht dran, ne? Dell.
Müssen wir das laufen lassen oder was? Was passiert da? So, jetzt kommt der LKW und lädt das auf, offensichtlich. Ich dachte, ich könnte das hier verbinden, dass er das automatisch macht. So, der schreibt dahin, keine Verbindung. Der kann hier auch nicht dran. Also der wird, das zeigt das schon an. Das heißt, das muss noch erforscht werden dann wahrscheinlich. So, machen wir nochmal Stopp. So, was mache ich mit den Abgasen? Das ist die große Frage. Holzproduktion. Ach, hier ist das Tutorial nochmal. Okay. So, und da kommt dieses und auch wieder Abgas raus, kommt überall Abgas raus. Das muss hier dran. So, hier kann ich jetzt wieder Trading Dock, Basic Farming, Hammer. So, gibt es denn jetzt irgendwo diese Verbinder oder sowas? Pipes. Ah, okay. Machen wir das mal. Mal gucken, ob wir da irgendwann drankommen. Ah, das ist gefinished. Pipes können wir schon. So, wir können farmen und können, okay. Farmen. Oh jo. Das ist gut, dass ich das hier hinsetze. Ich habe keine Ahnung. So, der würde jetzt gern das Zeug hier abtransportieren. Ich weiß noch nicht wohin. Puh, das hier wird nicht ganz einfach, glaube ich. So, was mache ich jetzt hier?
Also. They're connected. Aber das scheint jetzt wieder zu arbeiten, weil 20 Holz hat er drin. Construction, also hat er dabei und baut jetzt diese. Okay. Soweit ist das jetzt, glaube ich, klar. Wir haben noch 628 von diesen Konstruktionsdingern. Kartoffeln gehen zur Neige, mit aussieht. So, was ist jetzt mit unserer Farm hier? Die braucht Wasser. Ah, es regnet. Okay, dann kriegt es Wasser. Und schon fängt das Ding an zu arbeiten, ne? Okay. Gut. Ja, könnte was werden. Das Spiel hier könnte was werden. Statt Dresden, das Bild. Das kann man irgendwie. Ich weiß nicht. So, Potato. Kann ich noch keine, ne? Gut. Das ist Statistik. Management, Metallurgie. So, die Metallsachen. Habe ich jetzt was dabei dazu bekommen hier an? So, die ist jetzt voll. Eisen und Full Output. Ja. Wie kann ich jetzt hier einen Truck Export? Kommen die jetzt automatisch? Achso, die haben nichts, die können nichts damit anfangen, ne? Das ist das Problem wahrscheinlich. Das heißt, wir brauchen hier einen. Ich habe keine Ahnung. Geht das?
Man muss dann auch drauf dran denken, die können nachher hier nicht durch, ne? Okay. Ja, ich muss mir das hier mal noch mal ein bisschen angucken und dann werde ich das wohl weiterspielen. Im Moment habe ich es noch nicht so ganz kapiert. Muss mir noch ein paar Tutorials angucken. Mal sehen, was dabei rauskommt. Deshalb bedanke ich mich jetzt fürs Zugucken und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, euer Opa Gamer.